Willkommen zurück zu Assassin's Creed Syndicate. Wir müssen mal gerade aus dem Gebiet hier raus. Ganz schön, einen Handschuh haben wir freischalten. Moment, da muss ich jetzt mal schauen, was es da gab. Assassinenhandschuh. Das ist aber nicht viel besser als mein jetziger. Aber ich könnte ihn verbessern, dann wäre er besser als mein jetziger. Aber okay. Muss ich ihn ja sowieso erstmal herstellen. Das kann ich, glaube ich, noch nicht. Nee, mir fehlt das Geld. Wie so häufig. Was hatte ich mit Eevee, was ich freischalten wollte? Weiß ich gar nicht mehr. Egal. Jetzt mal gerade schauen, wo wir hin müssen. Alle mal nachschauen. Müsste das ja schon da sein. Aber es ist noch nicht. Okay. Macht nichts. Dann wechsle ich mal wieder elegante Eevee. Wir haben 28% der Gesamtsynchronisation. Interessant. Und wir haben Punkte verfügbar. Stimmt. Fähigkeiten, wie viel habe ich? 3. Okay. Na gut, so viel sind es vielleicht doch nicht. Dann reiße ich mal gerade mit Schnelltombo hier runter. Dauert ein bisschen immer. Ich finde die Ladezeiten vielleicht doch ein bisschen, naja. So, jetzt. Wo ist die Mission? Einmal gerade umschauen. Fachdiebstahl. Ah, da ist er. So. Hab ich dir nicht gesagt, dass du nicht mehr. Um dich kümmere ich mich persönlich. Nee. Dachte ich gerade, ich hätte einen vergessen, aber hab ich nicht. So, mal hier vor. Ah! Oh, Jacob, Eevee, Sie sind's. Gott sei Dank. Neue Experimente, Alec? Korrekt. Sie sehen etwas mitgenommen aus. Meine Nerven. Alles nur wegen dieser Halbaffen, die Starrick schickt, um mich zu bedrängen. Er bietet mir eine lächerliche Summe Geld an. Alec, Sie denken doch nicht daran, die Seiten zu wechseln, oder? Niemals. Ich habe an etwas gearbeitet, falls Sie zu aufdringlich werden. Sie soll den Angreifer betäuben, falls es nötig wird. Und das funktioniert auch? Nicht gänzlich. Ich habe 3 mit verschiedenen Säuregraden und sonst was hergestellt. Eine muss die richtige Formel sein.
Dann lassen Sie uns Dareks Lakaien als Übungsziel nehmen. Apropos Darek, er überträgt immer noch falsche Informationen. Wir könnten einfach seine Sender zerstören. Sein Unternehmen ist zu gut bewacht. Die Bomben werden helfen, aber es wäre seltsam, Bomben herzustellen, die möglicherweise gar nicht betäuben. Oh, Moment mal. Sieht so aus, als ob sich da gleich eine Gelegenheit bietet. Oh je, die sahen noch nie so aufgebracht aus. Entdeckung, Alec. Lassen Sie uns stattdessen ein kleines Sprachspiel mit Ihnen spielen. Nehmen Sie die Bomben und klettern Sie aufs Dach. Wenn ich den Namen einer Frucht nenne, werfen Sie eine auf die Gaune. Na gut. Oh, Moment, ich hab was vergessen. Legen Sie die hier in Ihre Schuhe, dann sind Sie fortan immun. Gegen sämtliche Elektroschocks. Glaube ich. Okay. Upsala. Töten oder alarmierende Schläger. Führt zu Desynchronisation. Okay. Wir nehmen mal hier ein paar mit. Und hier auch. Dass die Starrick Telegraph Company objektive Informationen verbreitet. Sir, wie war das? Die Versprechen Ihres Arbeitgebers sind nichts als heiße Luft. Und seine Maßnahmen steigen mir langsam in die Birne. Was faselst du da von heißer Luft und Birnen? Ich fühle mich nicht so gut. Ist das widerlich? Wow. Teufel nochmal! Diese Kinder, die verspielten Frechdachse kommen überall hin. Aha, okay. Und jetzt? Setzt eine Schelle, dass dir die Ohren klingeln. Oh, sehr lustig. Dieses Wortspiel ist entzückend. Und ich habe mir Sorgen gemacht, dass sie nur dieselbe geistige Schlagfertigkeit besäßen wie ein Pferdeapfel. Äpfel? Der versucht nur wieder lustig zu sein. Oh, du hast einen fahren lassen, Bill. Du altes Ferkel. Ich war das nicht, Bess. Teufel doch mal. Ich hab's im Hals. Oh, diese Rotznasen werfen wieder Stinkbomben. Das machen die schon die ganze Zeit. Aha. Ja, wir wissen mittlerweile, dass das Töten oder Alarmieren der Schläger zu Desynchronisation führt. Mensch. Gut. Sag uns, wo du dieses Teledings da hast. Ich zähle bis drei. Drei? So, so. Mal sehen, wie weit du kommst. Eins. Glauben Sie wirklich, ich würde ihn hier aufbewahren? Gibt es hier irgendwo ein Kabel? Ein Telegraph ohne Kabel ist so nützlich wie eine Glocke ohne Schläge. Den Schlägel stecke ich dir gleich wohin. Ach du meine Güte, sie sind ja blau wie eine Pflaume. Pflaume? Ich bin ganz wackelig, Bess. Gut gemacht, Alec. Nur dank Ihnen, Evie. Ihre bloße Anwesenheit gab mir den Mut und die Entschlossenheit, die ich bisher nicht hatte. Freut mich, dass ich helfen konnte. Und jetzt legen wir Stareks Propaganda-Imperium lahm. Ich
Okay. Bell folgen. Kommen Sie, wir haben nicht den ganzen Tag. Ich muss auf den warten. Je länger wir Starek daran hindern können, falsche Nachrichten zu verbreiten, desto mehr können wir die Leute mit der Wahrheit über seine Machenschaften wachen. Ich stimme zu. Je eher wir ankommen, desto schneller können wir handeln. Ist es zu glauben, meine Mutter meinte, es gäbe immer noch Hausfrauen, die auf diesen Beruhigungsserum schwören. Also habe ich es auf mich genommen, ihren Nachbarn die Wahrheit über dieses ekelhafte Gebräu zu erzählen. Das ist gut, Mr. Bell. Aber Sie können wohl kaum jeden Haushalt Londons besuchen. Nein, ich war auch nicht immer willkommen. Was beweist, dass falsche Informationen schwerer auszumerzen sind, als das Geschloss der Fischweiber an Billings gibt? Oder fliegen ins Smithfield. Aber wenn wir die Quelle ausradieren können, die kontinuierlich solch abträglichen Unfug verbreitet, dann wird Schritt für Schritt die Wahrheit die Oberhand gewinnen und die schmutzigen Lügen verdrängen. Deshalb sind wir hier. Wir müssen hier ankommen, ohne bemerkt zu werden, ja? Ich betäube Sie und Sie schleichen hinein. Ich werde nicht nur einen, sondern drei Teile des Senders zerstören. Er wird sozusagen ohne Penny vor einer öffentlichen Toilette tanzen. Okay. Jetzt packen wir mal hier ganz, weil wir es können. Woher weiß ich denn, was welche Bombe ist? Ich beschütze dich. Achso, stimmt, es sind glaube ich nur ein, oder? Mach deinen Job! Ja, und jetzt? Ah. So eine schöne Maschine. Eine Schande, dass sie von Halunken missbraucht wird. Ich bin kurz davor, dich zu Hause an meine Hunde zu verfüttern. Also, das wird gelinde gesagt, langsam ziemlich gefährlich. Hab dich, du kleiner Quälgeist! Wir müssen hier über die Straße. Ja, 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 und jetzt? Ja, wir sind schon wieder unterwegs hier. Also, das wird gelinde gesagt, langsam ziemlich gefährlich. Etwas wirklich der Kleine, aber ich habe ihn gezogen wie ein Zahnarzt einen faulen Zahn. Hier. Machen Sie schneller, wenn es geht. Ich beschätze dich. Also, das war gelinde gesagt, langsam ziemlich gefährlich. Du hast in Sünde gelebt. Ja, das stimmt. Okay, und jetzt? Jetzt bewachen. Ah, jetzt. Meine Lieben, Jacob, Evie, es ist wieder einmal Dank angebracht im Namen dessen, was mir und unserer Sache am Herzen liegt. Der Meinungsfreiheit. Es ist ein Segen, dass Sie Ihr Genie zum Wohl der Allgemeinheit einsetzen. Allerdings würde ich vorschlagen, Sie räumen Ihre Werkstatt. Ach, nicht nötig. Nicht seit Sie mir einen Sack voll Courage gaben. Und übrigens, mit meinen kleinen Apparaten habe ich nun jeden Schutz, den ich brauche. Sollten Sie mal einen Moment erübrigen können, kommen Sie vorbei.
Ah. Okay, Blitzschlagzeilen. Dann fahren wir mal fort. So, aber weitermachen machen wir es in der nächsten Folge. Bis dahin erstmal, tschüss.